Harald Clausen war unser und ihr Augen- und Ohrenzeuge im Volksparkstadion in Hamburg. Was als fröhliche Meisterfeier gedacht war, endete blutig. Nur mit Mühe hatte DFB-Präsident Neuberger die Meisterschale an den Kapitän des HSV, Peter Nogli, übergeben können. Die Fans waren los und machten Jagd auf Spieler und Tore. Der HSV hatte darauf verzichtet, Polizei zur Innenraumsicherung anzufordern. Appelle an die Vernunft der Zuschauer, nicht den Innenraum zu stürmen, waren vergeblich. Um 17.10 Uhr wurde in der Westkurve das Gitter durchbrochen. Dort in der Westkurve, wo die treuesten Anhänger der Hanseaten stehen. Aus ca. 1,50 Meter stürzten hunderte von Zuschauern auf die Aschenbahn. Eine Zeit lang hieß es, dass dabei 4 Zuschauer zu Tode gekommen seien. Dieses Gerücht erwies sich zum Glück später als nicht zutreffend. Meine Damen und Herren, hier im Volksparkstadion sieht es aus wie nach einem Bombenangriff. Wir haben Verwundete und Verletzte gesehen auf dem Rasen. Schlimmer kann es auch nach einem Bombenangriff nicht aussehen. Wir, glaube ich, verzichten unter diesen Umständen auf Bilder von der Jubelfeier des HSV, von dem Umzug durch die Straßen und auch von dem Empfang im Rathaus. Was wir hier für Bilder gesehen haben, hat uns so erschüttert und auch die Zuschauer, die noch hier geblieben sind, dass wir darauf nur verzichten können. Die Leute sind auch wieder rübergegangen, 13, 12, 10-Jährige, und die konnten nichts dafür, sind kaputt getrampelt worden. Und hier stand nicht ein einziger Polizist, der die Leute irgendwie zurückgehalten hat oder so, wenn die mit einem Gummiknüppel gekriegt hätten oder was weiß ich, ich bin nicht dafür normalerweise. Aber mir wäre es nicht passiert. Also ich habe geheult, ich habe eine Dreiviertelstunde jemanden festgehalten, der total verblutet war und im Gesicht zertreten war. Und also wenn ich den auf der Straße gesehen hätte, hätte ich gesagt, der wäre vom Lastwagen gefahren worden oder so. So sah der aus. Jetzt stellt sich logischerweise die Frage nach der Schuld. Der HSV hat es abgelehnt, dass Polizisten im Innenraum zur Sicherung eingesetzt werden. Ja, da kann man im Moment, zur Schuldfrage kann man sich im Moment überhaupt nicht äußern. Das ist ein einmaliges Ereignis und jetzt sind die Hunde da. Ne? Ja, jetzt aber zu spät, eine Stunde zu spät. Ja. Hinterher ist man immer schlauer, ne? Das ist im Leben ja überall so leider. Ne? Aber die Frage ergibt sich automatisch, hätte nicht die Polizei im Innenraum Schlimmeres verhüten sollen? Was hätte die Polizei verhüten sollen, wenn von oben die Massen runterdrängen? Wir hatten eine allgemeine Knüppelei gehabt, wie wir das schon oft gesehen haben. Und es ist eben dieser, die wir nicht gehalten haben. Ich habe allein in diesem Block E 28 Ordner gehabt. Aber was wollen Sie mit 28 Mann machen gegen 3.500 Menschen? Weiß man inzwischen, wie es passiert ist, dass dieses Gitter eingedrückt, es hieß ja, worden ist oder ist mit Seitenschneidern gearbeitet worden? Nach dem Stand der Ermittlungen der Kriminalpolizei hat mir der einsatzführende Kriminalhauptkommissar erklärt, dass kein Seitenschneidegerät verwandt worden ist, sondern der Zaun niedergetreten worden ist, niedergedrückt worden ist. Die Polizei ist bewusst nicht eingesetzt worden. Hätten Sie, wenn Sie beispielsweise 300 Mann hier in der Westkurve gehabt hätten, diesen grauenhaften Unfall verhindern können? Es war eine Absprache mit dem Veranstalter, dass im Innenraum keine Polizei und auch insbesondere keine Diensthundführer der Polizei eingesetzt werden sollten. Es war eine weitere Absprache, dass wir in der Begeisterung durchaus die Erfahrung haben, dass einzelne oder mehrere oder Gruppen von Jugendlichen Zäune übersteigen. Dieses sollte auch für den Fall geduldet werden, damit es nicht hier einen unfriedlichen Charakter durch Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld kommt. Hätte man also wenn wir, vermeiden können? Nein, wenn solch eine Masse Mensch aus einer Höhe herab niederdrückt, auf einen Zaun drückt, stürzt alles über diese Absatz und sicherlich hätte die Polizei dieses auch nicht verhindern können.
Wenn sowas alles nicht zu verhindern ist, meine Damen und Herren, dann muss man sich fragen, was überhaupt noch an Großveranstaltungen im Sport zulässig ist. Denn das, nach allem, was wir jetzt gehört haben aus Hamburg, könnte ja jederzeit in jedem anderen Stadion der Bundesrepublik, zumindest bei Fußballspielen, auch passieren. Und vielleicht haben wir 15 Jahre lang Glück gehabt, dass es so etwas in diesem Ausmaß nicht gegeben hat bisher. Die Frage nach dem Schuldigen wird sicherlich noch lange gestellt werden und sie wird, wie das in solchen Fällen so ist, wohl niemals beantwortet werden können.